Hallo und herzlich willkommen heute mit einer neuen Kritik, denn heute geht es um Ghostbusters Frozen Empire. Die Fortsetzung zu Legacy, was der am Ende jetzt kann, das erfahrt ihr jetzt. Lasst gleich schon mal ein Abo oder aktiviert die Glocke, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Los geht's! Was machst du da? Es ist ein Albtraum. Ich glaube, die paaren sich. Wie ekelhaft. Die altbekannten Charaktere aus Teil 1 treten hier wieder auf und diesmal geht es nach New York an den Ursprung der Ghostbusters, nämlich zur alten Feuerwache. Dort treffen sie dann auf Altbekannte, die ebenfalls ein Ghostbusters-Team aufgebaut haben und zusammen müssen sie dann im Grunde gegen eine neue Bedrohung ankommen. Das ist die Grundstory. Ich will auch gar nicht zu viel verraten, weil man muss sagen, das, worum es hier geht mit dem Frozen Empire, ist relativ kurz und klein gehalten im Verhältnis zu dem eigentlichen Rest, weil es wird sehr viel Nebenhandlungen erzählt, neue Figuren eingeführt und das teilweise gut und unterhaltsam. Teilweise war es mir aber auch mit einigen zu klamaukig. Und dementsprechend ist es so ein Hin und Her und das Balancing passt nicht ganz so gut, weil am Ende die große Bedrohung zwar groß wirkt und auch das mit dem Frozen, das kommt erst ganz zum Schluss und die meiste Zeit sieht man New York leider gar nicht verschneit oder eingefroren, was schon echt cool wäre, wenn man das über einen längeren Zeitraum gehabt hätte, aber das ist eben hier nur sehr, sehr kurz mit drin und die Bedrohung am Ende ist gefühlt zu leicht und ist zu einfach dagegen anzukommen und dementsprechend ist das ein Pacing, das nicht ganz gut funktioniert hat. Er kommt nicht an die Qualität des ersten Teils ran, auch was die Figuren angeht. Man hat einen schönen Nostalgiefaktor immer wieder mit drin, aber der ist jetzt nicht so groß, dass man sagt, die ganzen alten Ghostbusters sind jetzt die ganze Zeit mit dabei. So ist es dann halt doch nicht. Dementsprechend ist es von der Erzählweise her okay bis unterhaltsam. Es gibt nicht wirklich so viele schöne emotionale Momente wie im ersten Teil oder so Gänsehautmomente. Es sind sehr, sehr viele, ja, nette Anspielungen mit dabei, aber so richtig überragend ist es von der Erzählweise nicht geworden. Deswegen sehr gute 3 von 5 Punkten. Weiter geht's zum Schauspiel und da haben wir den altbekannten Cast. Ganz vorne haben wir natürlich Paul Rudd mit dabei, der wieder Paul Rudd spielt, wie in jeder Rolle irgendwie. Also der hat nicht so viele verschiedene Gesichter. Dazu haben wir aber auch noch Mackenzie Grace, die wirklich sehr gut ist und es echt Spaß macht, ihr zuzugucken, wie sie jetzt älter wird und ein bisschen mehr an den Emotionen bei ihr durchkommen. So insgesamt der Cast ganz nett. Auch Kumail Nanjiani ist hier jetzt neu mit dabei. Der ist unterhaltsam, allerdings war mir seine Rolle ein bisschen zu klamaukig. Insgesamt der Cast gut, aber die richtig Emotionen, die guten Lines, die haben irgendwie gefehlt, deswegen gute 3 von 5 Punkten. Technisch sieht das Ganze gut und hochwertig aus, er macht relativ wenig besonders. Wie gesagt, das eingefrorene New York, das gibt es sehr, sehr selten und insgesamt mir zu wenig. Ich hätte davon sehr gerne deutlich mehr gesehen. Deswegen ist es am Ende solide. Aber mich hat es leider echt nicht umgehauen von der Technik, da wäre deutlich mehr drin gewesen. Und vor allem von dem Charakterdesign dieser Bedrohung dachte ich mir auch so, das hätte deutlich besser aussehen können. Das sah eher mittelmäßig aus und hat mich schon fast an so die Mumie damals erinnert mit Tom Cruise. Oder Suicide Squad war ja auch so eher der erste, nicht so überragend. Und da hat mich das hier ebenfalls nicht ganz so abgeholt, das Design. Deswegen 3 von 5 Punkten. Es ist solide, aber da wäre deutlich mehr drin gewesen. Deshalb komme ich jetzt schon zu meinem Fazit. Am Ende bin ich von Frozen Empire so ein bisschen enttäuscht gewesen. Er ist trotzdem sehr unterhaltsam, sehr kurzweilig und vom Pacing vielleicht nicht ganz ideal. Trotzdem hat es echt Spaß gemacht im Kino. Er ist vor allem für alle, die da ansatzweise was mit anfangen können, auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Er ist auf jeden Fall in Anführungszeichen eine Art Blockbuster, den man sich mit allen mal wieder im Kino anschauen kann. Dementsprechend Empfehlung würde ich sagen 4 von 5 Punkten. Insgesamt dann solide 13 von 20 Punkten. Er ist nicht überragend geworden. Der erste war deutlich stärker und besser. Und man muss jetzt aufpassen, dass das Ganze nicht zu so einem 0815 Franchise wird und es dann zu viele storytechnische Probleme gibt wie bei Ant-Man. Das wirkt hier ähnlich, dass da ein Franchise jetzt raus wird und das nicht wirklich gut wird, weil der dritte Teil muss wieder storytechnisch deutlich besser werden als jetzt der zweite. Der ist trotzdem unterhaltsam, aber der erste war halt echt erzählerisch um einiges besser. Dementsprechend, das war's soweit mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen hoch da, schaut auf den Kanal vorbei, aktiviert die Glocke. In diesem Sinne, bis demnächst und immer schön weiterzocken. Ciao.